Das sieht alles andere als gemütlich aus. Ganz schön gruselig. Oje, da habe ich wohl... Auweia, Entschuldigung. Er reichte mir den Finger und ich nahm die ganze Hand. Der ist hier offenbar schon etwas länger eingesperrt. Na dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Der Käfig ist offen, trotzdem nicht besonders einladend. Da ragt ein Olivenzweig durchs Gitterfenster. Na, wenigstens scheint noch irgendwas hier am Leben zu sein. Das sieht alles andere als Hier hing wohl mal etwas. Ein dritter Käfig oder so. Ein Kohlebecken, damit man beim Foltern nicht friert. Super, jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm herausoperiert. Na, sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Ich knote das Seil an die Zange, dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. Na dann, Augen zu und durch. Das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Nanu, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Hier hast du einen Ersatz. Was denn? Kein Danke? Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? Ich sollte daran nicht weiter herumdoktern. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Und nun? Das könnte funktionieren.
und los geht's. Oje, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Nein, das werfe ich lieber noch nicht um. Es steht direkt unter dem Auslasshahn der Destille. Ha, ich habe es geschafft. Mein selbst destilliertes Olivenöl ist fertig. Aber wie komme ich jetzt daran? Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's. Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Hey, das sieht mir ganz nach den Scherben meines Olivendestillats aus. Oh nein, die Kuh hat nichts davon übrig gelassen. Was mache ich denn jetzt? Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Nanu, wer sagt's denn? Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfühlstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss. Ein Trichter. Ich bitte darum. Hey du, hör mal her! Ah,
Lass das! Das ist ja grauenvoll! Nettes Hörrohr. Ja, nicht wahr? Ich habe den ganzen Nachmittag gebraucht, um es zu konstruieren. Und dann lag alles doch nur an der Unordnung in meinem Bücherregal. Naja, sei's drum. Ich finde bestimmt noch einen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht als Hut oder als Kaffeefilter. Also ich könnte das Hörrohr ganz gut gebrauchen. Tatsächlich? Eureka! Das war die Mühe ja doch nicht ganz umsonst. Du ahnst ja nicht, wie viel Gehirnschmalz in den optimalen Krümmungswinkel geflossen ist. Vom Ohrenschmalz mal ganz zu schweigen. Hier, nimm es ruhig. Irks. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend! Jetzt brauchen wir nur noch den Flüsterstein und die Kurbel. Passt! Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobbel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Lieber nicht. Wenn ich die Kurbel direkt in die Zahnräder stecke, mache ich es am Ende noch kaputt. Heureka! Du hast es geschafft! Unglaublich! Es hieß, nur der König selbst sei dazu in der Lage. Tja, in mir steckt offenbar mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du bist auf jeden Fall ein bemerkenswerter junger Mann. Jetzt musst du nur noch das Wasser des Lebens zum König bringen. Das auch noch. Keine Zeit zum Rumjammern. Beeil dich, es ist fast geschafft. Spot! Oh Spot, was ist bloß mit dir geschehen? Spot! Oh Spot! Spot kann mir jetzt nicht mehr helfen. Oh nein! Ich wusste es! Es beginnt! Komm her! Sie selbst! Was ist das? Die Welten kollidieren! Ja, die Zeit ist gekommen. Diese Welt wird nun zugrunde gehen. Nein, das kann nicht sein. Ich habe nichts falsch gemacht. Ah, Seth,
Twig. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast das Ende eingeleitet. Endlich hat sich deine Bestimmung erfüllt. Das ist nicht fair. Ich hab doch alles richtig gemacht. Du törichter Unglücksrabe. Das Ding hat recht. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich am Planetensystem rumspielen zu lassen. Aber... Jetzt steh da nicht so rum. Tu etwas. Sonst ist alles verloren. Nicht nötig. Das Planetensystem dreht sich bereits. Bestimmung? Hier hast du Bestimmung! Nein! Sedgwick! Was hast du nur getan? Wieso? Ich habe es gestoppt. Oder nicht? Was war das? Was geschieht hier? Du unglückseliger Narr! Wieso? Was ist denn los? Und was ist mit dem Licht passiert? Du hast das Planetensystem angehalten. Die Zeit steht still. Ist das schlimm? Du machst dir ja keine Vorstellungen. Das prunkvolle Schloss Ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still. Ja, es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorny. Ich will meinen Thron beziehen. Hier ist wirklich keine Menschenseele mehr. Das Gefolge des Königs scheint diesen Ort bereits vor langer Zeit aufgegeben zu haben. Aber irgendwer muss hier sein. Gut beobachtet, Gorny. Die Zeit steht bereits still. Das Gefüge von Raum und Zeit wurde angehalten. Ja! Doch was bedeutet das für unseren Plan? Was das bedeutet? Es bedeutet, irgendwer war so dumm, uns die Arbeit abzunehmen. Stehen geblieben! Oh oh. Das ist doch wieder dieser Schnüffler, der Clown. Der kleine Mann verfügt über eine erfrischende Aufsässigkeit. Ich beginne ihn zu mögen. Los, Gorny, schnapp ihn dir. Wirf ihn in den Kerker. Und sieh gleich nach, ob du noch irgendwo andere Störenfriede findest.